Hallo liebe Fußballfreunde, ja, PSV Eindhoven zu Hause gegen Borussia Dortmund, Champions League Achtelfinale Hinspiel. Tore und Highlights in EAFC 24. Dann schauen wir uns auch nochmal kurz die möglichen Aufstellungen für diese Partie an. Ja, PSV Eindhoven kann soweit auf die beste Aufstellung setzen, Borussia Dortmund ebenfalls. Ja, liebe Fußballfreunde, schreibt euren Tipp in die Kommentare. Dann geht's auch gleich ins Fußballstadion. Die Fans warten schon auf die Partie zwischen PSV Eindhoven und dem BVB aus Dortmund. Ja, beide Teams machen sich noch warm für dieses Champions League Achtelfinale Hinspiel in Eindhoven. Beide Teams sind sehr gut drauf, gerade Borussia Dortmund mit ihrem guten Stürmer vorne, der alle Tore schießt, Niklas Füllkrug. So, und hier ist jetzt auch der Anstoß für PSV gegen Dortmund. Mal schauen, wie beide Teams in das Spiel hineinfinden. So, Sabitzer auf Schlotterbeck, erstmal ganz ruhiger Aufbau bei BVB. Brandt auf rechts außen, auf Malen am Strafraum. Was macht Malen jetzt? Malen fummelt, er sucht eine Anspielstation, er passt auf Sabitzer schießt aus der zweiten Reihe und super gehalten vom Benitez von Eindhoven. So, und jetzt Eindhoven mit bei Kouyoko im Angriff auf der rechten Seite, er flankt in den Strafraum und De Jong, aber Kobel im Tor vom BVB ohne Probleme. So, aber jetzt schon wieder PSV im Angriff, jetzt mit TC im Strafraum, was macht TC, er passt außerhalb auf De Jong schon wieder. Aus der zweiten Reihe, aber diesmal dann doch locker 4 oder 5 Meter am Tor der Borussia vorbei. Hier nochmal eine Wiederholung. Er schießt vom Mittelpunkt, aber man sieht es 2 Meter am Tor vorbei und daher kein Eingreifen nötig von Kobel. So, jetzt aber der BVB wieder mit Sabitzer. Sabitzer führt den Ball im Mittelfeld. Sabitzer geht, er passt nach vorne auf Füllkrug. Füllkrug im Strafraum, er schießt, aber mein Gott, das hätte das 1:0 für den BVB sein müssen. Hier nochmal in der Wiederholung, da mit seinem rechten Fuß, aber in der Mitte drüber, anstatt rechts in den Winkel vielleicht zu nehmen. Aber schon mal eine super Möglichkeit für BVB in Führung zu gehen in Eindhoven. Fängt schon mal sehr gut an das Spiel für BVB. Und Dortmund wieder im Angriff, jetzt links aus mit Sancho. Jadon Sancho links, was macht er jetzt? Er ist am Strafraum Grenzeck, was macht er Sancho? Sancho gibt den Ball in den Strafraum auf Marzen, Marzen schießt und super gehalten von Benitez. Im Tor von Eindhoven, liebe Fußballfreunde. Aber der BVB macht weiter nach vorne. Sancho auf Brandt, Brandt auf Füllkrug. Füllkrug allein jetzt, allein im Strafraum vom Torwart. Füllkrug, er schießt und unterkante Latte. Tor! Tor, liebe Fußballfreunde, liebe BVB-Fans. 1:0. Niklas Füllkrug, wer auch sonst beim BVB. Da schauen wir uns nochmal an. War der Ball aber auch hinter der Linie? Schauen wir uns das dort jetzt nochmal an mit der Torlinientechnik. Und... ja, der Ball ist hinter der Linie, das heißt 1:0 für Borussia Dortmund beim PSV Eindhoven, liebe Fußballfreunde. Das fängt doch super an. So, jetzt muss Eindhoven mehr nach vorne machen. Tillmann hat den Ball. Aber jetzt sehen wir schon wieder BVB, Emre Can passt auf links außen auf Sancho. Sancho in den Strafraum, auf Füllkrug wieder. Per Kopf, aber eine super Parade von Benitez. Ja, liebe Fußballfreunde, hier ging es hin und her, aber jetzt ist hier aber auch schon der Halbzeitpfiff zwischen PSV Eindhoven und Borussia Dortmund im Achtelfinale und Füllkrug, hier ist der Torschütze, zum 1:0 für den BVB zur Halbzeit. Das hört sich super an für die BVB-Fans. So, dann fangen wir auch gleich mit der zweiten Hälfte an. Ja, jetzt muss PSV wirklich mehr nach vorne machen. So, Fährmann, was macht Fährmann vom PSV? Fährmann geht mit dem Ball. Und da ist jetzt aber wieder der BVB im Angriff mit Malen auf der rechten Seite. Er passt in die Mitte auf Brandt, Brandt von außen und super Reflex von Benitez. Das war die Möglichkeit und hier die erste Auswechslung. PSV, Schuten kommt raus und Till kommt ins Spiel. Klar, Eindhoven muss jetzt mehr für die Offensive machen. Da sind sie auch im Angriff mit Lozano. Lozano aber ganz alleine, aber er kämpft sich auf der linken Seite durch. Er passt in die Mitte auf De Jong. De Jong spielt wieder links auf Lozano. Lozano im Strafraum und wieder auf De Jong. De Jong schießt. Super gehalten von Kobel. Das hätte auch eventuell mehr sein können für PSV. Aber PSV wieder im Angriff mit bei Kayoko. Auf De Jong. De Jong schon wieder. Aber das war diesmal kein Problem für Kobel im Dortmunder Tor.
Immer noch 1-0 für den BVB. So, jetzt Malen auf der rechten Seite. Brandt. Brandt im Strafraum. Brandt, er flankt in die Mitte und Sancho per Kopf. Per Flugkopfball und dann super gehalten von Benitez. So, die erste Auswechslung bei Dortmund. Marzen geht raus und Hummels kommt rein. Ja, da will der Trainer ein bisschen das 1-0 schützen in der Defensive. Aber Dortmund jetzt auch mit einer Ecke. Brandt, was macht Brandt? Brandt in die Mitte. PSV kann den Ball erst noch rausköpfen. Süle hat den Ball. Süle außerhalb. Süle im Strafraum. Er passt auf Malen. Malen, was macht Malen? Malen zurück auf Süle. Da ist der Abpraller Sabitzer. Sabitzer! 2-0, liebe Fußballfreunde. Durch Sabitzer in der 67. Spielminute. Hier nochmal die Wiederholung. Erst Malen, dann wird der Ball geblockt. Sabitzer bekommt den Ball und schießt dann sofort und keine Abwehrmöglichkeit für Benitez im Tor von Eindhoven. 2-0 für BVB im Champions League Achtelfinale beim PSV Eindhoven. Das hört sich doch super an. Es geht weiter so. Jetzt muss PSV aber alles nach vorne setzen, um hier, wenn überhaupt, noch ein Unentschieden zu holen. So, die nächste Auswechslung beim PSV. Ramalho geht raus und Kotschop kommt rein. Und BVB auch. Da kommt Sabitzer geht raus und Özcan kommt rein, liebe Fußballfreunde. Jetzt geht's weiter mit BVB wie im Angriff. Emre Can im Mittelfeld. Emre Can, er kämpft sich durch, ist im Strafraum rechte Seite. Emre Can, er macht das Tor im Alleingang, liebe Fußballfreunde. Emre Can, das 3-0 für Dortmund. In der 86. Spielminute, das ist die Entscheidung. Da ist selbst meine Stimme weg. Hier nochmal eine Wiederholung. Emre Can kämpft sich da alleine durch. Eine mega Einzelleistung von Can. Und da macht er irgendwie locker das Tor wie ein Stürmer. 3-0 für den BVB beim PSV Eindhoven, liebe Fußballfreunde. Das ist die Entscheidung auf jeden Fall. So, jetzt Eindhoven, ja. Till hat den Ball. Gucken, was er macht. Till läuft mit dem Ball. Immer noch Till. Jetzt aber schon wieder der BVB. Sancho, linke Seite. Da wird er gefoult. Aber der Ball kommt zurück auf Sancho. Sancho links außen. Was macht Sancho? Er geht in den Strafraum. Sancho kämpft sich durch. Sancho passt in die Mitte auf Füllkrug. Oh, und das war die Chance zum 4-0 und sein zweites Tor. Aber super vom Benitez gehalten. Das gibt Eckball für BVB. Brandt führt kurz auf. Auf Malen. Was macht Malen? Malen geht, ist im Strafraum. Malen im Strafraum. Malen schießt. Super gehalten vom Torwart. Da ist Süle. Niklas Süle. 4-0. Unglaublich, liebe BVB-Fans. Und dann noch durch Süle. Super. 4-0 für den BVB bei Eindhoven. Das gibt's nicht. Das heißt schon, Dortmund ist eigentlich eine Runde weiter und steht im Viertelfinale der Champions League. Da ganz alleine und das macht er dann locker per Kopf der Süle. Super Kopfballtor. 4-0. PSV gegen Borussia Dortmund. Dortmund führt 4-0. Unglaublich, wer hätte das gedacht vor dem Spiel. Da freuen sich die Dortmunder Spieler. So, jetzt gibt's nochmal einen Pfiff. Es wird wohl gleich abgepfiffen. Da ist der Abpfiff, liebe Fußballfreunde. Unglaublich, was für ein Spiel vom BVB in Eindhoven. Dortmund gewinnt mit 4-0 auswärts beim PSV Eindhoven. Das war ein super mannschaftliches Spiel der Dortmunder. Damit sind sie wahrscheinlich zu 99% schon im Viertelfinale der diesjährigen Champions League. Da kann sich Füllkrug feiern lassen, ebenfalls ein Tor erzielt. So, hier nochmal der Endstand 0-4. Borussia Dortmund gewinnt in Eindhoven mit 4-0, liebe Fußballfreunde. Ja, liebe Fußballfreunde, was tippt ihr für Eindhoven gegen Dortmund? Schreibt's in die Kommentare. Hat's euch Spaß gemacht? Dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Werner's Gaming. Dann viel Spaß noch mit meinen Fußballvideos. Bis dann. Tschüss.